Herr Opitz eben sagte, und Sie haben es ja gehört, auch als Politikwissenschaftler, wie würden Sie das Ganze versuchen einzuordnen? Es ist ja wirklich eine komplexe Situation. Ja, genau. Also Herr Opitz war hier, glaube ich, in der Tat sehr meinungsstark, aber auch mit dem Hinweis auf die Bevölkerung. Natürlich hat er noch mal einen Faktor eingebaut, der eben hier so bei den Parteiverhandlungen zu kurz zu kommen scheint. Also ich würde als Kanzlerin, wenn man da mal so spekulieren darf, sagen, man muss die Pole zusammenbringen. Mhm. Also meinetwegen Trittin und Dobrindt oder jedenfalls Grüne und CSU, dass sie ähnlich wie das CDU-CSU-Papier in den nächsten Stunden zusammen Klausur machen müssen oder Beichtstuhlgespräche führen müssen, um zu einer Lösung zu kommen. Denn das ist, glaube ich, der kritischste Punkt. Und davon kann sich die Kanzlerin auch ein Stück weit distanzieren, denn sie macht sich die Position der beiden Pole nicht zu eigen. Aber sie droht daran unterzugehen. Herr Opitz hat es ja eben auch schön angedeutet, man wird unruhig draußen und sagt, nun kommt doch mal endlich zu Potte. Ja? Ihr habt einen Regierungsauftrag bekommen und ihr geht nicht sozusagen aus euren eigenen Hasenstellen heraus und einigt euch nicht. Das war ja so in Kürze auch zusammengefasst. Ja. Die Meinung, die auch viele draußen äußern, denke ich auch. Allerdings muss man sagen, hier stehen wirklich ganz gravierende Gratwanderungen auch ins Haus. Denn es ist ja von der Energiewende im Klimaschutz, Kohleausstieg, Verkehrswende, ja, welche künftigen Antriebe wollen wir in Autos? Also das sind ja auch dicke Brocken, das braucht doch auch Zeit. Es sind dicke Brocken. Ja, man kann eigentlich, insofern ist Schleswig-Holstein mit dieser Konstellation Niedersachsen. Nein, Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, mit, wo ja auch Grüne und FDP und so weiter zusammenkamen. Ein Beispiel, insofern man sagen kann, man muss eben den einzelnen Parteien etwas gönnen und sehen, dass sie in bestimmten Punkten nicht weiterkommen. Das kann man ja auch der Anhängerschaft vermitteln, dass man sagt, also in dieser Konstellation konnten wir diese Punkte nicht durchsetzen, dafür aber das andere. Und das muss ganz klar und sichtbar vor Augen stehen. Das ist aber noch nicht der Fall, dass man so einen Deal sozusagen machen muss und dass der seriös ist und kein fauler Kompromiss ist, sondern dass man hier wirklich etwas verhandelt, geben und nehmen, das muss man vermitteln. Das ist aber noch nicht der Fall. Insofern ist der Hinweis auf die Bevölkerung, dass sie hier skeptischer wird, natürlich ein ganz kritischer Punkt, denn das darf natürlich nicht passieren, dass hier sozusagen die Stimmung kippt. Noch ein Impuls eben von Herrn Opitz, den ich weitertragen möchte, ist, er sagte ja, Niedersachsen ist ein Beispiel, später wählen, früher fertig werden, schwarz und rot. Warum macht man das nicht auch auf Bundesebene wieder? Ja, wenn es so einfach wäre, ist ja klar, das hat er auch gesehen, dass man natürlich einfach trotz dieser Differenzen, die es natürlich in Hannover doch massiv gegeben hat, die Stimmung war doch sehr schlecht, hat man sich hier arrangiert, aber sind eben zwei Partner, die durchaus auch als Volksparteien in der Mitte natürlich sehr große Schnittmengen haben, manchmal bis zur Unkenntlichkeit sich überschneiden. Insofern war hier eine Möglichkeit da. Hier in Berlin ist es eben einfach mit CSU und Grünen und den Maximalpositionen schwierig, zu einer Einigung zu kommen. Insofern, wie gesagt, glaube ich, müssen die beiden ordentlich jetzt unter Druck geraten, sonst scheitert das ganze Unternehmen. Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, das, glaube ich, ist im Moment niemand bereit. Könnte die SPD sozusagen jetzt als möglicher Regierungspartner der CDU ins Boot kommen und man könnte, wenn diese Jamaika-Verhandlungen wirklich scheitern sollten, so eine Koalition eingehen? Wie beurteilen Sie die SPD sozusagen als Partei insgesamt? Ist sie derzeit regierungsfähig? Sie ist ja nicht so ganz sichtbar im Moment. Die Schlaglichter liegen nicht auf ihr. Und wenn man das täte, wäre das vielleicht ähnlich, nicht ganz so, aber immerhin ähnlich kritisch wie bei der CSU. Denn es gibt ja durchaus Fragen nach der Führung, Führungsfähigkeit einzelner Personen und so weiter, langfristig, mittelfristig. Also das würde auch einige Turbulenzen vielleicht bedeuten. Andererseits, klar, wenn Jamaika an die Wand gefahren würde, dann stellt sich natürlich, bevor Neuwahlen oder gar Minderheitsregierung kommt, die Frage, wie hält es die SPD mit der Staatsführung und der staatspolitischen Verantwortung? Da käme natürlich Druck auf.
Und der ist durchaus schon am Horizont erkennbar. Insofern ist diese Frage nicht von der Hand zu weisen. Also ich sag mal, entweder man ruckelt sich über Jamaika zusammen, entweder es gäbe Neuwahlen, was wahrscheinlich auch ein Krisenzeichen nach außen wäre. Es gäbe eine Minderheitsregierung, was auch niemandem gut täte, ist politisch nicht gut erprobt. Man müsste sich teuer Mehrheiten einkaufen. Oder eben es gäbe eine große Koalition, wie gehabt, zwischen SPD und CDU. Ja, vielleicht nicht ganz wie gehabt, denn es müsste irgendwie was Neues kommen, ein neues Angebot, was irgendwie die Attraktivität erhöht. Und da ist natürlich, hört man, die Frage der Führung dieser Koalition der Dollpunkt. Und das wäre natürlich eine ganz neue Konstellation, wenn man tatsächlich so verhandeln würde von Seiten der Sozialdemokratie, dass man sagt, entweder eine andere Führung, anderer Kanzler, Kanzlerin, oder wir spielen nicht mit. Wer könnte denn Martin Schulz beerben, wenn es so weit käme? Wir spielen jetzt sehr spekulativ alles durch. Ja. Martin Schulz hat sich für 10 Uhr mit einem Pressestatement angekündigt. Bin mir sicher, es ist kein Rücktritt, sondern es ist ein Ausblick auf die Position der SPD der nächsten Tage. Ja, wir haben ja gerade Frau Nahles gehört. Es kann durchaus sein, dass auch in diese Richtung die weiblichen Kräfte innerhalb der Sozialdemokratie sagen, sie wollen jetzt mal zum Zug kommen. Das ist auch denkbar oder irgendwo erkennbar. Also hier ist viel Dynamik im Spiel und ob Herr Schulz da noch mal den Deckel draufhalten kann, ist eben einfach fraglich. Insofern steht die Sozialdemokratie nicht geschlossen da und sagt, wir könnten weitermachen oder wir geben auf, sondern es ist einfach eine fragile Situation in Berlin, erstaunlicherweise. Frau Nahles sagte eben, so kam das auch bei mir an, mehr Frauen an die Spitze. Es wäre aber auch ein Generationenwechsel. Auch das kommt hinzu, spricht dafür, zeigt aber eben, dass wir überhaupt so denken können, dass hier in der Sozialdemokratie noch Bewegung ist und noch keine abschließende Situation da ist. Und das würde alles hoch sichtbar und noch prekärer, wenn plötzlich die Sozialdemokratie in die Rolle käme, dass sie den Spieler machen müsste in Berlin. Ganz herzlichen Dank schon mal, Professor Tillmann-Meyer, Universität Bonn, für diese Einschätzungen.